sind auf dem Weg zum Abstimmen mit Adam. Adam kennt ihr noch. Ja, wer den nicht kennt, kleinen Einblick. Geil, oder? Bruder, du hast mich gerade sichtig gemacht. Und merkt euch dieses Auto hier. 610 PS ist auf Front. Wo wir hinfahren, wer das abstimmt, das zeige ich euch natürlich gleich. Und Sonntag, Rilon, Adam ist auch da. Samstag und Sonntag bin ich da. Also Samstag und Sonntag ist Adam da, ich bin Sonntag. Aber wir sehen uns ja hier. Wir müssen gerade ein Auto überholen und dann hören wir den Turbo so. Dann will man eigentlich viel mehr so. Dann sagt man aber, komm, hör auf. Ganz schön sagt er. Aber das ist so. Es kribbelt einfach so, weißt du? Sie singen in den Ohren, ne? Oder wenn der Turbo kommt, Jungs, ne? Das ist schon krank. Da will man einfach mehr. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin in Leverkusen. Ich habe mein S3 einmal bei Daniel gebracht, bei Donkeytech. Ja, und er wird jetzt auf jeden Fall einmal abstimmen, das Ganze. Und ja, wir haben es jetzt gebracht und er macht das. Das sind nur ein paar Kleinigkeiten, die er machen muss. Die muss er auch noch machen. Und jetzt gehen wir einmal rein und schauen uns das an, wie die Halle aussieht. Gespannt. Quieres que me aguante y no haga nada? Hey, yo no soy un maldito criminal ni un maldito ladrón. ¿Qué te parece? Heute in Leverkusen. Ich bin bei Daniel, bei Donkeytech, der mir die Software abstimmen will. Grüß dich, Daniel. Grüß dich. So, Daniel, erste Frage. Wer Daniel nicht kennt, ihr müsst auf jeden Fall den Kanal abchecken. Also, ihr kennt den sowieso. Und Daniel, eine Frage. Warum kommen keine YouTube-Videos? Tja, das kann ich dir ganz schnell beantworten. Ja. Ich habe halt nicht so die Ahnung von dem Schneiden und so. Ja. Wenn du was aufnimmst und das zusammenschneiden, beziehungsweise wenn ich irgendwas baue, ich habe auch keine Zeit, die Kamera noch so zu halten, ne? Oder Stativ dazu nehmen. Dann ich habe ab und zu mal so Videos gemacht, so Erklärungen, Radregelungen und so Sachen zum Motor. Da habe ich dann wirklich mal einen Kumpel gehabt, der hat mich gefilmt, ich habe was erklärt, dann haben wir das auch stumpf hochgeladen. Ja. Aber mehr Trend auch bei den jungen Leuten ist, so ein bisschen geil mit Musik und so ein bisschen so schneiden, weißt du? Ich finde das ja auch manchmal geil. Ja. Ja? Und deswegen habe ich ja jetzt so ein bisschen auch wegen Arbeit viel zu tun, ja, habe ich so ein bisschen erstmal so, ja, schleifen lassen, ne? Ja. Aber ich habe geile Kamera, ich habe geiles Mikro, ja, ich habe eigentlich alles, man kann was machen, ja. Wird auch wieder mal irgendwann jetzt was kommen, aber Arbeit geht erstmal vor und ich werde was machen und ich guck mal, ich habe auch sogar ein Programm gekauft, aber noch keine Zeit gehabt. Also kannst du mich gerne anschreiben, also ich würde dir gerne helfen, achso, anschreiben, kannst du gerne anrufen, ich dir gerne helfen auf jeden Fall. Ich kann dir gerne kommentieren in deinem Video, ne? Also auf jeden Fall, wer Donkeytech nicht kennt, ihr müsst den abonnieren. Also ich feiere den persönlich und ich habe auch, als wir gerade geredet haben, habe ich gesagt, warum kommen keine Videos, ne? So, was Daniel auf jeden Fall bei mir macht, ist einmal die Emo Black, die wurde ja auch bei ihm gekauft, ne? Er wird das auf jeden Fall einmal installieren und einmal die Software machen. Das heißt, was heißt Software machen? Das ist abstimmen, alles, ja, ist ja frei programmierbar, gehen wir, genau, auf die Autobahn, passen alles an, genau. Fuel Map, Ignition Map, ja, und dann zur Not gehen wir nochmal auf den Prüfstand, fahren die Korrektionen, ja, aus auf der Autobahn, hohe, lange Last, Ladelufttemperaturen abchecken, gucken, wann es klingelt, ob es klingelt und ab wann wir Ladeluft korrigieren müssen, ne? Ja. Und dann noch einen Prüfstand halt nochmal zum Gegenvergleichen. Ne? Und jetzt, viele wissen ja nicht, wie das ist so, Daniel. Wie läuft das so? Du baust jetzt das ein, läuft der leer nicht, weil er leer ist. Du nimmst das, ja, machst unter die Haube zu, fertig.
Nein, du. Ja. Du nimmst das Steuergerät natürlich. Hier, das ist ja die Emo Black, ne? Interner Mapsensor. Das Plug-and-Play-Adapter. Ja. Da kommt dein Original-Kabelbaum dran. Ich sag mal so, das hat einen Vorteil. Der Originalsteuergerät kommt aber komplett raus. Originalsteuergerät brauchst du nicht mehr. Genau. Ne? Hat einen Vorteil, dass das für also einfacher ist vom Kabelbaum her, weil du musst halt nicht einen kompletten neuen Kabelbaum wickeln, sondern hast einen Plug-and-Play-Adapter. Aber ist auch mit Vorsicht zu genießen, wenn ihr so ein Auto habt, wo der Kabelbaum, wo vorher Fehler schon waren und der Kabelbaum eventuell defekt ist, der Hauptkabelbaum, der originale, ne? Ja, dann hast du natürlich den Fehler immer noch. Ne? Dann hast du vielleicht irgendeinen Ausgang, der nicht funktioniert, ne? Sei es vom Taktventil oder irgendwelche Einspritzdüsen. Das ist die Gefahr dabei. Aber ansonsten ist das eigentlich eine gute Sache. Gibt es auch schon für viele Fahrzeuge so Plug-and-Play-Adapter auch bei uns. Wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr gerne mal eine E-Mail rüber schießen. Wie gesagt, interner Map-Sensor. Mhm. Das Ding verbaust du halt. Das natürlich da, wo Original-Kabelbaum endet am Steuergerät passen. Und das kannst du irgendwo dann hinlegen, in den Innenraum oder wo es dir gefällt. Hauptsache, du kommst noch gut mit dem Kabel dran, dass man an den Laptop dran kann. Mhm. Das muss am besten dann irgendwo installiert sein, dass man drin auf jeden Fall vernünftig. Und dann kannst du es auch live ändern. Ne? Das ist während der Fahrt, kannst du es ändern. Genau, dafür ist krass. Es da. Das ist krass. Während der Fahrt kann man quasi die Software optimieren, ne? Das Steuergerät programmieren und hat Drive-by-Wire integriert, Bluetooth-Modul integriert. Ach so. Alles integriert, im Gegensatz zu der Emo Classic hat die halt ein paar mehr Funktionen, ein paar mehr Ausgänge und so weiter. Ne? Und du wirst das jetzt rundaus neu schreiben. Genau. Das heißt, alle Felder, also ihr müsst das vorstellen, es ist null. Da ist nichts drauf. Mehr nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie vorinstalliert für den Wagen. Nein, er muss das komplett selber schreiben und das können nur wenige. Ne? Das ist echt so. Ne? Also es gibt Leute, die haben die Map da, schreiben das ab, aber kommen trotzdem nicht so gut hin. Und du musst dir vorstellen, er macht das grundaus neu. Funktioniert das nicht, macht er das nochmal so. Krass. Ja, also im Endeffekt passt man jedes Auto nochmal an. Ne? Es gibt natürlich, wie du sagst, Maps, wo du, wenn man jetzt ein Auto zehnmal macht, haben wir natürlich eine Grundbasis, sag ich mal, ne? Auf der man arbeiten kann. Das hat jeder Tuner. Ja? Und dann passt man halt den Rest nochmal individuell an. Ja. Jedes Auto ist ja dann trotzdem anders. Trotzdem, du weißt aber, wo. Ja, du jetzt machst ist null drauf auf jeden Fall. Ja, du machst ja eine Grundsoftware drauf, aber trotzdem musst du das ja im Grunde genommen wieder vieles ändern. Ja. Das ist ja nicht so, dass du einfach jetzt von Adam, wo du jetzt gemacht hast, einfach die Software nimmst und dann, ja, funktioniert, alles super. Nee. Hier noch, nein, er muss das trotzdem voll ändern und das ist krass und das können echt nur wenige. Und das, da muss ich schon sagen, das ist Respekt. Wo lernt man sowas eigentlich, Daniel? Nicht in der Schule. In der Schule, ja. Also das über die Jahre lernt man das halt, bringt man sich das bei. Wir haben früher angefangen mit Adaptronic-Steuergeräten. Ja. Das ist so eine richtige Steinzeit-Steuergerät. Ne? Ja. Und dann hat man schon mal so ein bisschen Grundwissen bekommen über die Abläufe. Und dann halt natürlich reicht es ja nicht zu wissen, wie man das programmiert, sondern was passiert im Motor, das muss man wissen. Also ja, eigentlich Grundwissen muss man haben. Genau, was passiert, was ist ein Klopfen und wie kann man es erkennen, ne? Und wie geht man dagegen vor, was macht man, wenn es klopft und so weiter. Und diese ganzen Sachen, wie sich was verändert oder wie sich Ladung verändert und warum überhaupt Zündung Leistung bringt und wann nicht mehr und warum, das muss halt alles dann halt, das bringt die Erfahrung auch am Ende. Ja, ne? Das ist krass. Das wird dann halt meine, über die Jahre kommt das. Du bist ja auch in der Szene bekannt, denn bekannteste Auto ist natürlich dieser VR6 Dorf 2 Turbo. Ja, der weiß. Über 1400 PS. 1463 PS war der letzte Stand, genau. Das Video noch mal gezeigt gehabt damals. Und dann habe ich gesagt, krass, das ist krass. Und, ja, das war geil, das Auto. Aber jede Zeit, also alles ist mal zu Ende, ne? Deswegen haben wir uns was Neuem gewidmet und dem. Und der Neue ist nichts anderes als, guckst du bitte einmal nach hinten. Das müsst ihr einmal sehen, das müsst ihr sehen. Jungs, lass das mal zurückgehen. Es ist ein Lamborghini. Das ist so ein krasses Auto. Sei der gegürt, Daniel. Geiles Auto. Das ist ein eigenes Auto, ne? Genau, ja, für halbe Meile halt haben wir gedacht, müssen wir mal. Halbe Meile? Ja, genau, für halbe Meile. Ne? Also nicht Viertelmeile, dafür ist das Auto nichts, ne? Dafür ist es eigentlich Müll.
aber für halbe Meile in den USA sind sehr erfolgreich. Ja. Ist halt sehr aerodynamisch und sehr stabil noch. Also das Auto ist halt auf Anpressdruck und auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Und wenn du mit so einem Golf, ich sag dir, wie es ist, wenn du mit dem Ding 200 fährst, denkst du, fährst 100. Ja, ja. Und mit so einem Golf 2, wenn du mit dem Golf 2 200 fährst, denkst du, fährst 350. Ja, ja. Die Turbo noch auch? Ja, hier. Die kommen rein, Daniel. Die sind, also die haben wir jetzt auf der Messe drauf gehabt, die auf der Motorsportmesse. Hat's schon drauf gehabt? Kannst du mal deine Hand so davor halten? Nein, nein, damit man weiß, wie klein die sind. Und der hat keine kleine Hand. Und trägt auch zwei Stück. Serie hat er 520. Und was hat er mit dem hier dann? Also, ein Lader schafft theoretisch Luftmasse von knapp 2000 PS. Das wären im Paket 4000, die der Wagen aber nicht, das wird, also ne, das funktioniert nicht. Nicht mit der Technik, die wir jetzt vorhaben, mit gebüxtem Block und so. Ich sag mal, realistisch sind irgendwo um die 2000 PS, dass der Wagen irgendwie die Leistung erzielen könnte mit den Ladern. Weil die machen halt extreme Luftmasse, da kannst du mit wenig Ladedruck schon viel Luft dem Motor zuführen, ne? Ja. Natürlich ist es auch eine Sache vom Umsetzen. Nicht jeder Motor setzt viel Luftmasse um. Okay. Das sind alles noch Tests. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, das schafft auf jeden Fall die und die Leistung, ist das eine Lüge, weil du musst alles erstmal Erfahrung sammeln. Und in den USA gibt es dann natürlich schon ohne Ende Leute, die das gemacht haben. Aber wir wollen halt immer selber wissen, wie, wo, was, ne? Ja. Wie viel Leistung kann so ein Ding und aber ich sag mal, so 2000 sollten realistisch sein. Krass. Und ich hatte ja mal gesehen, du hast ja mal zerlegt gehabt. Genau. Habe ich ja gesehen. War der dann einmal fertig schon, oder? Nee, wir hatten das jetzt, der war ganz normal sauber. Ja. Und dann ach, der Sauger? Den, genau, das ist ein Sauger, so wie das Original. Zehn Zylinder, ne? Genau, 10 Zylinder Sauger, 5 Liter Saugrohreinspritzer. Krass. Und dann haben wir ihn umgebaut. Also der ist jetzt auf Turbo? Der ist jetzt auf Biturbo. Ich kann mal auch mal kurz mal reingucken. Krass. Und da geht's wie viel PS? Jetzt haben wir Lowboost 0,3 Bar. 0,3 Bar. Also 0,3 im Aufbau auf Drehzahl 0,25. Jetzt nur zum Testen von der Hardware vom, ja, vom Ladenluftkühlersystem, weil das ist ja alles wasserkühltes Laden. Okay. Und dann später haben wir natürlich dann die ultimativen Tests. Ne? Also was hat er jetzt mit dem? Wie viel PS hat vielleicht, er jetzt mit dem? Vielleicht 700 rum. Bei 0,3 Bar nur. Ja, du hast halt 10 Zylinder. Das ist das, oder? Ja, genau, da haben wir die Ladeluftkühlernetze drunter und dann haben wir noch so eine Platte, hat eine Fräser mir gemacht. Krankkabel. Ja. Da sind jetzt zwei Precision drin. Aber das ist ein Riesenladen, ne? Das sind Precision 6870. Okay. Da schafft einer auch so 1100 rum. Also könntest du eigentlich mit den kleinen Ladern schon, also könntest du theoretisch auch schon 2000 erreichen. Ja, ist zu dunkel. Aber die sind jetzt. Bisschen kleiner als die oder genauso groß? Nee, die sind kleiner, natürlich deutlich kleiner. Und die kommen da rein, krass. Genau. Ja, Wassersystem, Ladeluftkühler funktioniert natürlich über Luft-Luft, funktioniert der dann anders. Hast du hier vorne quasi den Wasserbehälter drinnen, Vorratsbehälter. Boah. Da mit einem Kühler noch und einer Wasserpumpe, die ist dann PWM gesteuert. Da kannst du dann noch Eis reinpacken später. Und das ist dann für alles Ladeluftkühler? Nur für Ladeluftkühler. Nur Ladeluftkühler? Nur Ladeluftkühler. Krass. Motor ist getrennt. Das ist original links, rechts zwei Wasserkühler. Den hast du auch selber gebaut? Genau. Krass. Also Daniel, eine Frage, wie bist du auf... War das dein Traumauto? Das war früher dann, mal als... Ja. Ja, ist ja von jedem von uns Traumauto. Hab ich gedacht, ey, der Lado ist schon ein echter Hammer und irgendwann mal vielleicht kann man das realisieren und dann kam das mit dem halbe Meile Projekt und dann dachte ich, komm, jetzt, das muss so ein Auto sein. Und dann hast du dir ein Auto geholt, um dann habe ich mir den geholt und dann habe ich mir den umgebaut, ja. Krass. Also, das ist krass. Also, wenn ich so ein Auto kaufen würde, würde ich den, ich glaube, nicht mal eine Schraube ändern so und er baut den einfach um. Das ist krass. Aber Hammer, geiles Ding. Genau. Handschalter, ne, drinnen. Handschalter. Das macht richtig Bock auch rumzufahren. Ich mach mal drin, ja? Ja, mach mal. Oh. Oh, guck mal, wie dick die Tür ist, ja? Ja. Eieiei. Daniel, ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier filmen dürfte. Also, dass du mein Auto hast. Ich weiß, das ist in guten Händen. Ja, wir schauen mal, wir schließen das. Wir machen das mal Plug and Play Adapter da mal dran. Und wenn er fertig ist, dann, also du machst sowieso ein paar Videos rein. Ich mach so ein paar Videos. Ich kann dir das Material zur Verfügung stellen, kannst du das
ja, was Videos reinbringen oder was? Und Daniel, was nun geil wäre, wenn der Wagen fertig ist, dass wir kommen und einmal gemeinsam einmal fahren. Mhm. Ja, klar, versprochen. Wieso? Logisch. Das ist geil. Da würde ich mich freuen auf jeden Fall. Dankeschön auf jeden Fall. Und ja. Ja, auf jeden Fall, Donkey Tech, der es nicht kennt, Jungs, ihr müsst den abonnieren. So wie YouTube, so wie Insta. Abonnieren, auf jeden Fall. Ja. Wir sehen uns. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Ciao.